Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video kannst du lernen, wie man mit CamStudio einfache Screencasts erstellen kann. Nach dem Öffnen ist CamStudio dieses kleine Fenster hier, das einige Buttons enthält und hier oben ein Menü mit einigen zusätzlichen Funktionen. Die Buttons sind einfach zu verstehen. Das hier ist der Button, mit dem man die Aufnahme startet. Hiermit kann man die Aufnahme pausieren, hiermit die Aufnahme beenden. Mit diesem Button kann man das Fenster von CamStudio minimieren, damit es beim Aufnehmen weniger im Weg ist. Dieser Button ist nicht weiter wichtig für unseren Zweck. Hiermit kann man verschiedene Screen Annotations, also Notizen auf dem Bildschirm, realisieren. Der nächste Button ist wieder wichtig. Mit ihm schaltet man zwischen verschiedenen Speicherformaten hin und her. Im Moment steht hier Record to AVI, also das heißt, das Windows Video Format ist hier eingestellt. Wenn ich einmal klicke, wird auf das SWF Format umgestellt und noch ein Klick schaltet auf MP4 um. MP4 ist das flexibelste Format, allerdings macht es auf manchen Windows-Rechnern Probleme. Wenn also CamStudio beim Speichern des Videos abstürzt, sollte man nicht MP4 verwenden, sondern AVI, um sicher zu gehen. Auch diese Funktion hier ist nicht weiter wichtig, sie stellt eine fortgeschrittene Funktion dar. Bevor ich nun einen Screencast beginne, sollte ich noch verschiedene Optionen prüfen oder einstellen. Einmal kann ich hier unter Region auswählen, was aufgenommen werden soll. Hier ist jetzt Fullscreen eingestellt, also der ganze Bildschirm wird aufgenommen. Wenn ich Window wähle, werde ich nach dem Starten der Aufnahme gefragt, welches Fenster aufgenommen werden soll. Bei Fixed Region oder Region kann ich einzelne Bildschirmbereiche auswählen. In diesem Fall lasse ich es nun auf Fullscreen. Unter Options gibt es ebenfalls noch verschiedene Dinge zu beachten. Die Voreinstellung ist oft Do Not Record Audio. Das heißt, es wird im Standardmodus erstmal kein Ton aufgenommen. Wenn ich Erklärtext dazu sprechen möchte, muss ich also hier umschalten auf Record Audio from Microphone. Außerdem kann ich noch Cursor-Optionen einstellen, nämlich ob der Cursor versteckt werden soll oder sichtbar sein soll oder ob er hervorgehoben werden soll und wenn ja, wie. Also in diesem Fall würde jetzt der Cursor mit einem gelben Kreis markiert, sodass er im Video deutlicher sichtbar ist. Außerdem ist eingeschaltet, dass Klicks visuell hervorgehoben werden. Nachdem ich nun all diese Einstellungen getroffen habe, kann ich die Aufnahme starten. Und nun wird also der ganze Bildschirm aufgenommen, alles was ich dort tue. Ich öffne jetzt hier zum Beispiel dieses Fenster, bewege es etwas hin und her und schließe es wieder. Das war jetzt meine kurze Aufnahme, die ich hiermit beenden kann. Wenn ich sie nur kurz pausieren wollte, würde ich den Pause-Button drücken. Ich beende sie nun aber und werde dazu aufgefordert, die Datei an einem Ort zu speichern. Ich nenne sie jetzt nun mal Test 2 und klicke Speichern. Und kann nun hier in der Titelzeile des Programms mitverfolgen, zu wie viel Prozent das Speichern schon fortgeschritten ist. Man sieht also, das Speichern dauert durchaus seine Zeit. Bei längeren Videos kann es durchaus mehrere Minuten dauern, vielleicht sogar bis zu einer halben Stunde, je nachdem, wie viel Video man eben aufgenommen hat. Nach dem Speichern finde ich dann mein Video an dem zuvor eingestellten Speicherort. Viel Erfolg beim Selbstumsetzen, bis zum nächsten Mal und tschüss.